Hier spricht wieder Usta und wenn ihr wollt, seht ihr mich und eine weitere Folge Amnesia Machine of Pigs. Genau jetzt! Und da steigen wir auch wieder ein. Ich bin immer noch ungewiss, was hier das nächste Mal passieren wird. Oh, wieder eine Nachricht, die auf einmal aufleuchtet, wenn ich nahe komme. 15. März 1899. Habe mich krank und durchschwitzt auf meinem Bett zusammengerollt. Sie reinigen das Zimmer über mir, aber ich kann nur die Stimmen aus diesem unfassbar liebenswürdigen Stein hören. Er singt mir vor und ich träume von einer großen Maschine. Auf den Ruinen der alten Welt werden wir eine neue bauen. Wir werden Blumen in den verfallenen Brustkorb anpflanzen. Sie werden wachsen und verhindern, dass der Himmel herunterfällt. Ich erinnere mich, wie er mir zuflüsterte, als wir uns krank und würgend hin und her rollten. Und ich erinnere mich, als wir in Southampton an Land gingen und wie wir beide weinten. Denn es war exakt dasselbe, dieselbe Schändung, von der er mir vorgesungen hatte. Und dann kamen wir nach London und ich setzte ihn auf einen Kaminsims. Und dann ging ich ins Haus, versammelte die Diener und machte mich daran, sie neu zu gestalten. Und dann ging ich in den Garten und begrub diese winzigen, zerschmetterten Schädel unter dem klagenden Bäuschen der Rhododendren. Büschen vielleicht? Keine Ahnung. Bäuschen sagt mir nichts. Oh oh. Also hat das angefangen mit einem steinernen Ei. Und dieses steinerne Ei, er sagt, der Stein der Macht. Davon haben die Kinder auch gesprochen, dass sie einen Stein gefunden haben. Und wenn man ihn ans Ohr hält, dann hört man das Meer rauschen. Das war so irgendwann, wo wir die Maschine zuerst betreten haben. Das Herz der Maschine. Und als sie das erste Mal Papa sagten, schmolz mir das Herz wie auf dem Boden gefrorenes Blut, das zum Tauen und Herunterschwappen in die Sonne gehalten wurde. Und sie waren unzertrennlich, immer zusammen, eine Seele in zwei Körpern, und meine Liebe war allumfassend. Ich würde für euch sterben, flüsterte ich ihren schlafenden Gesichtern zu. Ich würde töten. Um euch zu beschützen, würde ich diese Welt vernichten. Ich habe mich durch dunkle Tunnel gekämpft, große Motoren, die verdorrtesten aller Biester. Die verdorbensten aller Biester, Verzeihung. Ich habe meinen Schwur erfüllt und diese Überschwemmung beseitigt. Und nun komme ich euch holen, meine geliebten Jungs. Genau das habe ich gemeint. Stopp! Kein Zugang für unautorisierte Personen. Die Verwaltung. Ich bin mega unautorisiert. Hier geht's runter. Und hier geht's noch. Nirgendwo hin. Okay. Und die Soundkulisse ist. And Kay fell to London. And you set me upon a mantelpiece. And then you went into the house and gathered the servants. And we set you and I on recrafting them. And then you went into the garden. Those tiny shattered skulls alone. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe da ein ganz, ganz mieses Gefühl bei der Sache. For your children, Mantis. To spare them the world you have created for us all. Abwärts, bitte.
glaube, das erste Mal, dass man Mandus sprechen hört. Ich glaube, du weißt ganz genau, was für ein Ort das ist. Hier ist ein Observationsraum. Glaube ich. I tried. I tried so hard. I will uphold my promise. I will always protect them for you. My eyes are your eyes. My heart is your heart. I will rip them loose from this rotten world and set them to burn. All to save them. Die will noch nicht starten, die Maschine. Und wenn ich ganz ehrlich bin, will ich diese Maschine gar nicht starten. Eigentlich nicht. Das hörte sich gerade so ziemlich nach Ende der Fahnenstange an. Nicht vielleicht das Ende der Geschichte, weil das wäre dann irgendwie abrupt. Was haben wir hier? Brennstab-Kontrollraum. Also es ist nicht ganz so super mega gruselig das Ganze, aber dafür irgendwie hart für die Seele. Mein Mann. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, Professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick. The filthy! Ask them to define your humane! Tja, was ist menschlich? Und da ist wieder eine Schweinsmaske. Ja, davon habe ich natürlich jetzt eine Ahnung, was ich hier betätigen soll. Hier kann man runtergehen. Habe ich noch irgendwas im Journal, was mir vielleicht helfen könnte? Nein! Das ist das erste Mal. Okay, hallo? Ein letzter Sabotageakt. Der Bastard ist doch hier gewesen. Dies ist das Epizentrum seiner Machenschaften, wo alles begann und wo es auch enden wird. Ich werde die Quelle dieser Störung suchen und dann werde ich diese Sabotage ein für alle Mal wirkungslos machen. Achso, der Hebel ging nicht. Okay, dann muss ich wohl runtergehen. Dafür wahrscheinlich auch das Ganze. Jemand hat das sabotiert, haha. Glaubst du aber selber nicht, Mandus. Wir wissen bei... Autsch. Fuck. Hier hat einer die Klappe... Ach, das ist... Scheiße. Das hört sich an wie ein Geigerzähler übrigens, dieses Klicken. Könnte radioaktiv sein. War ja nur, weiß ich nicht. Könnte sein, oder? Komisch, dass keiner auf mich... Dass keiner auf mich abgesehen hat und nicht auf mich lauert hier. Ich meine, der Saboteur müsste doch, aber der ist leider nur eingebildet. Diese Schweinemärchen gibt es ja wirklich. Ach da, ah, da sieht man die Säulen runtergehen. Auch dafür finden Cutscenes. Cool. Ich fand übrigens das Lied gerade mega ergreifend. Hier läuft jetzt irgendeine Maschine. Zündungssteuerung. Jetzt muss ich nur noch in die Zündsteuerung. Jetzt muss ich nur noch die Zündsteuerung finden und die Maschine wieder anlassen. Erleichtert. Schreite ich mit großen Schritten über diese Stege. Ich komme, meine Lieblinge. Ich habe euch fast gerettet. Ich weiß, das will man nicht hören, aber das ist halt meine Art, glaube ich, zu kommentieren. Ich sage euch einfach... Nein, die ersticken nicht. Aber meine Kinder... Daddy, Daddy!
Wo denn? Wo denn? Now, Mantis, set them free. Set them all free. Mal schauen, was hier passiert. Was? I live. I breathe again. I rise. I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. Where are my children? You promised me my children. My time is come. More pig! More pig! Boys. Boys. I'm sorry. I'm so sorry. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mandos, Saboteur. Die beim Bau dieser Maschine involvierte Ingenieurleistung würde selbst diese schlauen Typen am Institut vor Neid erblassen lassen. Nicht flüstern. Wo bin ich? Auf jeden Fall habe ich meine Lampe. And emerging, I raised my head to an uncaring sun and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell and I crawled my way home. Wer nicht ganz so mit Tod und Teufel zu tun hat, ich will gar nicht so viel quatschen, aber irgendwie. Mammon ist eine andere Bezeichnung für Gier. Manche Leute brauchen diese Information eventuell. Ich möchte sie dann auch gerne liefern, was ich kenne und weiß. Oh, meine Kinder. Und. Verschmierte Gesichter. Und hier wieder eine Schweinemaske. Viele Schweinemasken. Und ein Zettel. 29. Dezember 1899. Kann sich ein Mann neu gestalten, sich selbst bis auf die Grundmauern niederreißen und neu anfangen, nachdem er sich vergegenwärtigt hat, wer er ist, zu was er geworden ist. Sind das unsere Seelen? Ein Haufen winziger Zahnräder und Uhrwerke, komplexe Maschinen, die einem Zweck dienen, dem wir nach gründlicher Überlegung ändern können. Kann ein Mann, definiert durch seine Handlungen, definiert durch das, was er nun abstoßend findet, sich zur Sabotage dieses Körpers, seiner Maschine aufmachen, bis diese Kinder seiner Seele sich von neuem bewegen, und kann er mit Hoffnung im Herzen an einer neuen Sonne, in einem neuen Jahr, einem neuen Jahrhundert aufwachen? All dies frage ich mich, als meine Hände nach den freiliegenden Drähten greifen. Kann eine Kreatur wie ich Wiedergutmachung leisten? Und falls nicht, so wäre der Tod unter meinen Schöpfungen gewiss besser als ein Leben als Monster. Wie gesagt, hier eher das, nicht das Mysteriöse eher und gar nicht so der Horror. Der blanke Horror ist es wirklich ja nicht. Druckregler. Betrug. Es ist also getan. Ich selbst war der Saboteur und die Stimme am Telefon war seine. Aber was ist nun mit uns?
Worin besteht die Verbindung? Ich kann doch wohl nicht für alles verantwortlich sein, was ich über mich sehe. Ich erinnere mich nicht an gar nichts. Allein an den Moment, in dem die Welt gespalten wurde und die Innereien der Menschheit aus einer aufgerissenen Körperöffnung in mein offenes, gegrapeltes Herz fließen. An den erinnere ich mich. Ja, was gibt's denn noch? Immer Quatsche, Dampfabzug. Überall um mich herum sind der Donner der Maschinen und kochend heiße Dampfstrahlen. Hier kann ich nicht vorbei, ohne mich zu verbrühen. Ich bin ein Hummer mit geplatztem Panzer. Meine Durchblutung ist eingeschränkt, mein Lebensantrieb beeinträchtigt. Der Dampf wird mich kochen, es sei denn, ich kann ihn irgendwie abschalten. Warnung! Zugang zum Dampfabzug nur bei niedrigem Druck. Where are they? Where are my children? Why do you ask, Mandus? You know the answer well enough. Hört er ihn in seinem Kopf, frage ich mich gerade an dieser Stelle. Aber wir haben schon wieder überzogen. Diese Nachricht werde ich beim nächsten Mal lesen bei Amnesia. Machine for Pigs. Und da werden wir vielleicht wieder Gutmachung leisten für das, was wir der Menschheit angetan haben. Bis dahin.